Schweißgerät. Meinst du schon wieder kaputt? So können wir doch nicht arbeiten. Wir brauchen neue Maschinen. Du bringst uns doch in Schwierigkeiten mit deinem Gerede. Mach nur so weiter. Jetzt reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin, Lotte. Deine Mutter ist Abteilungsleiterin. Pass auf, was du sagst. Kinder, wir haben eine Norm zu erfüllen. Verlabern könnt ihr in euren Pausen, ja? Auch das Fräulein Reinhardt. Los, an die Arbeit. Siehst du? Unser Holger kriegt das wieder hin. Holger. Holger kann doch nur immer wieder flicken. Grenzt doch an, wundern, wenn die Maschine mal länger als 3 Stunden hält. Noch so eine Bemerkung und es gibt eine Verwarnung. Ist das klar, Lotte? Ob das klar ist? So, und jetzt an die Arbeit das Pensum aufholen. Halt dich einfach zurück. Sie muss hier eben so reden. Ach, Papa, so redet sie doch immer mit mir. Sie ist Abteilungsleiterin und Parteimitglied. Ja, aber sie ist auch meine Mutter. Lotte. Kurt ist so viel liebevoller. Kurt war immer der Kränkliche. Das weißt du. Ja. Papa. Holger holt mich gleich ab. Wir hatten noch irgendwas vor. Und du? Was machst du heute Abend? Oh, nichts Besonderes. Ach, da kommt er ja. Entschuldige. Lotte. Holger. Ja? Mensch, Feierabend. Ihr könnt. Bundesrepublik und ihre NATO-Verbündeten können die Warschauer Vertragsstaaten nicht umhin, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um ihre Sicherheit und vor allem die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik im Interesse des deutschen Volkes selbst zu gewährleisten. Wir müssen protestieren. Wir wollen uns schützen. Nein, wenn wir uns schon demokratisch nennen, dann müssen wir auch protestieren dürfen. An der West-Berliner Grenze. Wer hat denn vor 4 Wochen noch den wahren Sozialismus aufbauen wollen? Das will ich auch immer noch, aber mit Überzeugung. Offen und ehrlich und nicht mit Angst und Einmauern. Du bist doch noch grün in den Ohren. Hast du Kinder? Hast du Familie? Also, red nicht. Was riskierst du schon? Lotte, das ist staatsfeindliche Hetze, wenn dich jemand meldet. Du schleichst dich auf eins von beiden und versteckst dich. Die fahren raus und fischen die Küste Richtung Westen ab. Siehst du das kleine Fischerboot, das mit dem Beiboot an der Seite? Damit ruderst du in den Westen, wenn ihr auf hoher See seid. Komm mit. Ich kann nicht. Wenn alle gehen, haben sie gewonnen. Das kann ich nicht zulassen. Komm her. Wann sehen wir uns wieder? Hey, du schaffst das. Wer bis zum Mond fliegen will, kommt locker bis nach Lübeck. Hier, für den Notfall. Ruf an, wenn du da bist. Du bekommst Probleme, wenn ich dich anrufe. Du bestellst 12 Brötchen. Für übermorgen. Und ich sage, dass sie ab 12.30 Uhr bereit liegen. Dann ist alles gut. 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 Dann ist alles gut. 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 Geh mal einer gucken. Geh mal hin. Wahrscheinlich schreit er wieder. Also ich sehe da nichts. Jungs! Ja? Ja, was geht? Ich habe auch Flaumkuchen über, wenn ihr wollt. Flaumkuchen? Nehmt euch, selbst gebacken. Vielen Dank. Tja,
Dann müssen wir sie leider mitnehmen. Gib die Hand her, Freundchen. Los, rein da! Los! Die Hafenverwaltung soll alle Schiffe informieren, die ausgelaufen sind oder noch auslaufen. Möglicherweise haben sie einen blinden Passagier an Bord. Jawohl, Genosse Oberleutnant. Nicht zu finden. Und er weiß von nichts. Lügt natürlich. Lass ihn gehen. Hört sein Telefon ab. Er hat sie hergebracht, ganz sicher. Ja, lass ihn gehen. Und wenn sich eins der Schiffe meldet wegen Lotte Reinhardt, dann will ich mit der Besatzung sprechen. Mach mal die Tür auf, Genosse. Schlüssel her. Du bist frei. Verschwinde. Uns nicht, oder? Nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Do you have chewing gum? Sure, little guy. Thank you. Ja, danke. Können Sie mir helfen? Wissen Sie, ob man die Fahrkarten auch mit Ostmark zahlen kann? DDR-Geld. Hier. Okay, weiter, sowas gescherzt, das gab's doch nicht. Das ist doch nicht. Achtung, eine Durchsage. Einmal Augsburg. So, einmal mit Augsburg. Das passt. Gut. Wiederschauen. Parteisekretär will ich sprechen. Kommen Sie, machen Sie uns keine Schwierigkeiten. Nein. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, ich werde nichts über meine Kinder sagen. Gustav? Weißt du, was die wollen? Dass wir uns von unserer Tochter lossagen. Ein Vorschlag nur. Ich möchte dich ungern entlassen müssen. Das ist doch gelogen. Die wollen, dass wir Lotte verleugnen, als hätte es sie nie gegeben. Ich werde das nicht tun. Wenn Sie hier eine gute Zukunft haben wollen, dann sollen Sie... Sie haben uns doch jede Zukunft genommen. Ich peppel hier die Genossen mit Pillen auf, weil die Arbeit sie kaputt macht. Weil sie Rost kratzen von irgendwelchem Schrott. Weil die glorreiche Republik kein Geld hat für anständigen Stahl. Herr Reinhardt, ich bin einer von den Guten. So wie Sie hier reden, werden Sie bei anderen längst wegen staatsfeindlicher Hetze angezeigt und... Was und? Im Gefängnis? Oder in Sibirien? Gustav. Lotte war es, die uns verraten hat. Durch den Weg, den sie gewählt hat. Wir müssen anständig bleiben.
Das müssen wir. Danke für deine Haltung, Genossin. Wir hätten uns ungern von dir getrennt. So dringend. Los, steigen Sie ein. Was ist passiert?